Dass es so lange dauert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß nicht, mit was er connected. Ich denke mal, also meine Vermutung ist, er connected mit den Ubisoft-Servern. Aber wir kennen ja die Ubisoft-Server. Hey, Sebastian, ja. Die Ubisoft-Server kennt man ja. Die sind Müll. Deswegen ist auch egal. Hier reden wir nicht über die Ubisoft-Server, reden wir um das Game. Wir gehen in Optionen rein, was ich einstellen werde. Anzeige. Hier haben wir, wie gesagt, die beste Qualität. Oder Ausgleich liegt bei, wie gesagt, beste Qualität. Wie es schon sieht, 30 FPS, hohe Qualität und Raytracing. Oder ausgeglichen 60 FPS, mittlere Qualität und kein Raytracing. Wir werden erstmal die beste Qualität testen. Ja, warum HD aus ist, ist mir ein Rätsel. Naja, ich würde sagen, starten wir die Kampagne. Ich bin gespannt, wie es ist. Ich hoffe, ihr seid es auch. Dann denke ich mal, viel Spaß. Auf geht's. Ich verstehe nicht, warum ich dort fortfahren. Ich habe es noch nie gespielt. Wie man hier sehen kann. Letztes Mal, wenn ich das gespielt habe, im August. Aber 9 Minuten, gar nichts. Einfach nur geguckt, wie die Grafik ist. Ja, wir werden diesen Spielstand löschen. Natürlich werden wir. Wir haben hier bei zwei Modi, habe ich hier gesehen. Einmal den klassischen Modus und einmal den Widerstandsmodus. Ich würde sagen, wir spielen einmal den klassischen Modus. Und ich denke mal, wenn ich nochmal einen zweiten Run machen werde, werden wir dies dann als Widerstand sehen. Ich stehe auch dauerhaft totes aktiv, deswegen ist dies für mich gar nichts. Wir stellen das natürlich auf leicht. Ja. Und da würde ich sagen, Spiel starten klassischen Modus, ja, und dauerhaft tot deaktiviert auf jeden Fall. Und jetzt starten wir das Game. Ah, London. What a town. History around every corner and a tourist photographing it. Pubs serving up a pint and a smile. All that music, theatre and art. And multiculturalism. And the world's oldest underground, the Tube. The class of cities, really. Top shelf stuff. Only took 12,000 years to build it up. And one night to tear it all down. What's our status? Perimeter security's down, but plenty of your flying friends about. Fucking hell. Dalton, no time to waste. Yes, ma'am. I'm in. Any idea what we're up against, Bagley? If you haven't brushed off, I might. Ever consider leaving these security threats to the authorities? That's rich, Bagley. The government would sooner arrest us for trying to help than actually do something useful. We'll have to sort this one on our own. Carefully, Dalton. Bagley, are you detecting a little worry in Sabine's voice? Brilliant. Asking the computer about feelings. This explains so much. Shut it, you two, and get to work. There she is. Okay,
die Drohung gegen das Parlament. Wie gesagt. Their profiles are heavily encrypted. No identifying information. Ghosts in this system. Okay, wir schalten ihn aus. Wie gesagt, man hat gesehen, wir spielen jetzt ja in 4K, 30 FPS und natürlich mit Raytracing-Modus. Sollte dies irgendwie Schwierigkeiten bringen, werde ich dies natürlich ändern in den Modus, wie gesagt. Das müsste dann 1440p sein. Ich bin mir aber nicht sicher, also ich denke mal 1440p. 60 FPS stand da, aber kein Raytracing-Modus. Kann auch 4K sein und 60 FPS. Ich weiß es nicht, ne? Do us a favor and keep it quiet, Dalton. If they don't shoot me, I won't shoot them. How's that? Weil ich sag mal so, ich habe mich nicht informiert. Ich glaube, wir müssen hier runter, oder? Yep. Wir müssen dort rüber. Ich hoffe. Sehr gut. Dann. Nice. Fuck. Gut, dass wir auf leicht spielen. Ja, dies musste ich machen, weil die uns gesehen. Ne? Da oben ist noch jemand. Aber der hat uns bis jetzt noch nicht gesehen. Okay, Entschuldigung, ist eine die gewesen. Naja, konnte man jetzt nicht sehen. They've got loads of dead set gear down here. And why do you suppose that is? What? How did they get their hands on it? I don't know. But someone wants to make it look like DedSec was here. Shit. You need to proceed with extreme caution, Dalton. Who are these men in black anyway? Nothing identifying. I suspect that's by design. Dann wollen wir jetzt hier durchgehen. Gehen wir mal hier durch. Okay, geradeaus ist jemand. Oh, fuck me. The entire place is rigged to blow. Jesus, those canisters. Bagley, is that? RDX nitrogen. Enough to level Parliament. Can you locate a detonator, Bagley? Not exactly, but there's a device streaming a fuckload of encrypted data from the floor above you. Yeah, that fits the bill. On my way. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Weg mit dir. Nice. So, Nummer 1 haben wir umgenockt. Ausgeschaltet. Jetzt müssen wir noch mit denen irgendwie irgendwas machen. Aber ich weiß nicht was. Entweder sehen die uns. Oder die sehen die Leiche. Bis jetzt hat er uns aber noch nicht gesehen. Das ist sehr gut. Das bedeutet, wir können den jetzt noch schnell ausnocken. Nice. Den jetzt auch
Sehr schön. DedSec propaganda all around the bombs. These pricks are gonna blow up Parliament and hang it on us. Not if you get to that detonator first. Oder so. Ja. Wenn die Tür schon nicht aufgeht. Right in the House of Commons. Whoever these men in black are, they've got brass bollocks to set up in the center of government. Okay. Deaktiviere den Zünder. Welchen Zünder? Meint ihr der hier? Nee. Das ist eine Falle. Ach, der hier. Wir haben euch gesehen. I found the detonator. And it's definitely live. Bagley, I'm gonna need some help with this. Yes, you are, but sadly, I'm locked out. Fuck. We don't have a chance without Bagley. Wait, I might know a workaround. We trained in manual overrides at MI5. You're full of surprises. Be quick about it. All right, Bagley, do your thing. I'm in. And the bombs have just armed themselves. Well, that may complicate matters. Fuck's sake. Can you defuse them or not? Of course I can, but I might also trip another failsafe and vaporize you, so fair warning. Expect this to draw some attention your way, Dalton. Oh, I'm counting on it. Company at our back door. Shit. Dalton, we've got some heat here at HQ. How long is this gonna take, Bagley? Depends how often you interrupt me with questions. All right, everyone. Faces on, guns out. It's about to get real. Okay, machen wir uns ready. Fuck. They're on me. I'll try and hold them off. Must be nearby. Not seeing anything here. Moving elsewhere. Eyes open. Weapons ready. Bagley, update. Let's just say I'm both impressed and annoyed by how sophisticated this anti-tamper security is. Still working. Have a look around. Okay, wir müssen hinter dir überleben. You can't have gone far. Moving on. There's nothing here. Mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller. They gotta be somewhere. Komm, geht beide dorthin. Come out! Wherever you are. Christ! Balls! Oh, that bloody nerd! Let's keep looking. Der wird uns auf jeden Fall jetzt sehen. Deswegen. Bagley, tell me you're close. I'm through security. Now wading through terabytes of decoy code looking for the destination sequence. Please, I need help. Oh fuck. Okay, nice. Können wir die Waffe aufheben? Ich glaube, wir können höchstens nur die Muni mitnehmen, aber nicht die Waffe aufheben. Schade. Egal. Dalton, I need your physical appendages now.
What's wrong? There are three slots on the left. One of them is the receiver. You need to pull the controller wire. Are you fucking kidding me? No, I'm fucking not. Pull the wire. If this gets me blown up... Bombs defused. See? That wasn't so bad, was it? Bagley, you bastard. You nearly gave me a bloody heart attack then. Whoa, what the fuck am I looking at? It appears Parliament is not the only target. More bombs are going live as we speak. On screen, Bagley. Fucking hell, we need to get the word out. Those sites need to be evacuated. They're spread out all over London. There isn't any time. But my sister's at the Tone Conference. We have to do something. I picked up a transmitter on the roof that is sending out a signal to the other bomb sites. If you can reach it... I can shut it all down. Sabine! Fuck! Dalton, we're breached! Go! The roof! Okay, wir müssen nach oben. Ja. Zwei können wir rennen. Sabine, what's going on? We're being raided. It's a bloodbath. Müssen aufs Dach. Eine Frage. Ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Ops, locations. Okay, I'll do it the old-fashioned way. Wipe him. Yes, wipe me. Do it, Sabine, and get the hell out of there. Fuck. Okay, Bagley's down. You're on your own. Dalton, if this goes... It won't. I'll see you at the rally point. I promise. Good luck. Ja, das können wir gebrauchen. Ach du Scheiße, ist das ein Geschütz oder was? Nee. Das sah so aus, als ob das ein Geschütz ist. Ist aber nicht. Lol, da ist noch einer. Die hab ich auch gar nicht gesehen. Hab ich wirklich nicht gesehen. Exactly. To save the world. You do know Londoners have died before, hmm? The plague, the Great Fire, the Blitz. There's not much fun. But destruction is always the cure. And it begins today. Zero day. Time for a hard reset, Ted. Oh my god. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Krass. Devastated three sites in London. Authorities are asking residents to remain in their homes as the situation continues to develop. We have received no official casualty total, but it is expected. For a series of candlelight vigils that brought closure to thousands of families and indeed to an entire city. London is now laser focused.
Nigel Cass, CEO of private military company Albion, received a mandate to secure London. Cass has vowed to hunt down DedSec. Terrorist responses may force. Albion used cutting-edge artificial intelligence systems and autonomous drones to capture the remaining members of DedSec. A stark warning to would-be insurgents. Corporations are posting record profits due to increased efficiencies in production and distribution, enabled by the use of technologies initially developed and approved for security purposes. Crime numbers take a dive. Illegal gambling, drug trafficking and prostitution all down following prosecutions of the leaders of four of London's five largest criminal syndicates. The streets of Camden and Brixton. Londoners, as Albion's mandate is extended indefinitely by the government, life finally begins to return to normal. Curfews and travel restrictions have been lifted in all boroughs thanks to the reports of rioting in Trafalgar Square have been greatly exaggerated, possibly by foreign meddlers pushing a false narrative through social media. Albion is in complete control of a new Red Command public about the circulation of fake news, conspiracy theories persisting in dark corners of the internet that terrorist group DedSec were framed for the bombs have been roundly rejected. Our own reporters could not find a single Londoner willing to expound those theories on camera. The facts simply do not support any other story. I need to assemble a team, but I can't reboot DedSec alone. Let me break into London CTOS and see who's available. Okay, krass. Also, ja. Das ist mal ein Einstieg.